Was ist eigentlich Ökumene? Ökumene, das kommt vom griechischen Wort Oikeo und heißt bewohnen. Ökumene, das hat die Bewohner der ganzen Welt, des ganzen Erdkreises im Blick. Hier hinter mir, da sieht man die Dörfer mit den Einwohnern meines Pfarrbereiches. In allen Dörfern, da gibt es ganz verschiedene Kirchen, ganz verschiedene Arten, wie wir miteinander unseren Glauben leben. Aber manches, das machen wir in allen Dörfern genau gleich. Weihnachten zum Beispiel mit Krippenspiel. Christen gibt es aber eben nicht nur hier in den Dörfern hinter mir, sondern überall auf der Welt mit verschiedenen Kirchen, mit verschiedenen Arten Glauben zu leben, ganz unterschiedlichen Gottesdiensten. Ökumene meint, Christsein, das kann auf ganz vielfältige Weise geschehen. Und Ökumene meint auch, trotzdem sind wir in vielem eins. Diese Vielfalt, die kann bereichern. Mich zum Beispiel mit katholischen Eltern und Großeltern, aufgewachsen in einem lutherischen Ort in Norddeutschland, studiert in Jerusalem in einer Benediktinerabtei und mit Erfahrungen und Berührungen mit vielen anderen Konfessionen. Diese Vielfalt auf gottesweiter Erde, die macht uns reich. Und in aller Vielfalt sind wir uns trotzdem immer wieder einig im Glauben an den dreieinigen Gott. Das ist Ökumene.